Und seid damit wieder ganz, ganz recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anno 1602, Erschaffung einer neuen Welt. Ich wollte euch erst schon mal ein frohes neues Jahr wünschen. Leider ist mir die Aufnahmen von meinem Spiel, der ich jetzt gespielt habe, leider kaputt gegangen, also verloren gegangen. Manchmal hat das nicht geklappt. Ich habe mir entschieden, ich fange jetzt mal neu an. Und zwar, wir spielen wenig Land. Ja. Und ich würde sagen, wir fangen an. Auftrag. Noch bietet die neue Welt unentdeckte Inseln. Doch die größten sind bereits in Besitz genommen worden. Dessen ungeachtet besteht euer Begehren nach großen und reichen Städten fort. Ihr habt es euch sauber gemacht, zwei Städte mit je 500 Einwohnern zu errichten, von denen jeweils die Hälfte den Status Bürger erreichen wird. Eure gute Regentschaft soll zusätzlich mit einer positiven Bilanz von 200 Talern ausgewiesen werden. Wählt eure Fahne. Denn let's go, let's do this. So, mal gucken. Wir krallen uns erstmal die Insel hier. Komm mal her. Weil die sind hier auch schon groß. Die ist auch in Ordnung, aber ein Vulkan. Ja, da wäre ich mir unsicher. So. Danach krallen wir uns die Insel hier, weil die sind hier auch schon groß. Hm. Ich habe mir jetzt Folgendes überlegt. Wir werden... zum Anfang... die Stoffe auslagern. Weil wir haben hier wenig Bauplatz. Das heißt, es wird generell eng werden. Irgendwas müssen die wir auch Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Auslagern? Eine Erzader wurde gefunden. So. Dann kommen wir hierher. Nehmen wir uns die in Beschlag. Und fangen sofort auch jetzt hier mit der Besiedlung an. So, okay, komm her. Bomber. Ach man. Kaufen wir hier erstmal ein Werkzeug. Und zwar volle Kanne. Komm her. Gib mir Werkzeug. Bevor die Insel weg ist. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Die Insel bietet Erz. Schnappen wir uns gleich die Insel hier. Und hier werden wir unsere Stoffe auslagern. Setz die Vorsegel! Bunker mal gleich in der Bucht hier. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Okay.
kaputt. Ja, liebe Leute, was soll ich sagen? Silvester hatten wir unseren einen Einsatz gehabt von der Feuerwehr aus. Okay, Moment. Da war eine Hecke im Brand. Bei diesem Einsatz war ich nicht dabei gewesen. Gestern hatten wir auch einen Einsatz gehabt. Qualmgeruch auf dem Gebäude. Aber es hat sich herausgestellt, dass das nur halt, das haben die Bewohner eine Pizza im Ofen vergessen. Also halt, wie so ist, leider trauriger Alltag. Aber nichtsdestotrotz müssen wir trotzdem damit rausfahren und gucken, was da los ist, ne? So, jetzt können wir hier unsere Stadt errichten. Bauen wir hier die Kapelle auf. So. Setzt neuen Kurs. Setzt neuen Kurs. Aye, aye, Captain. Ey, komm doch mal her. Junge, diese Steuerung hier, ey, die ist eine Qual, ey, ganz ehrlich. So, jetzt werden wir erst einmal uns um die Pioniere kümmern. Steuern, 21 Taler bitte. Doch die Feuerwehr hier drin kommt, dann können wir hier oben Holz drin bauen. Sehr schön. Euch wird ein Handel. Gut. So, okay. Dann lasst uns mal froh und munter sein. Eine neue Siedlung wurde gegründet.
abreißen, damit wir hier Platz haben für unsere Schaffarm. Hier ein Marktplatz auf. Komm mal her. Also mir kotzt gerade ein bisschen an, dass ich immer wieder von neuem anfangen muss. Ich habe mich, wie gesagt, schon hier schon Bürger gehabt. Alles komplett, also hier schon 500 Einwohner gehabt. Aber naja, gut. Wenn es nicht sein sollte, dann sollte es sein. Fangen wir halt immer neu an. Gut, so, dann haben wir jetzt hier, soweit es geht, die Straßen jetzt soweit verlegt für uns. Hier kann ich anbauen nachher, auf die Windfelder hier, Alkohol, und hier setze ich den Tabak an. Hier werde ich eine Fischerhütte bauen, hier auch noch ein paar. Wie gesagt, wir werden jetzt erstmal für uns die Stoffe auslagern. Damit wir die jetzt erstmal hier rankriegen. Wie sieht's denn aus mit Nahrung jetzt eigentlich? So. Ah, gut, 17 Tonnen könnte besser sein. Wir bauen hier mal neu genug mehr. Damit wir erstmal hier ein bisschen mehr Nahrung ansiedeln können. Ein bisschen besser vorankommen.
und werden jetzt hier für uns schon mal die, wie gesagt, Stoffe ansiedeln. Da brauchst du Holz, komm her. In die Wanten! Ich hab probiert, der Holz, komm her. Gut. Setzt neuen Kurs! Dann nennen wir die Insel hier Stoffinsel. Nicht den Stoff, wir meinen den Stoff hier, ne? So, setzen gleich die automatische Handelsroute ein, dass da vier Stoffe abnimmst. Und zu unserer Stadt, 7 Stadt, lieferst. Gut, dann hätten wir nämlich schon mal das hier geschafft. Hätten wir hier für uns, soweit es geht, erst einmal die Stoffe. So, denn wenn wir mal wieder ein bisschen Werkzeug einkaufen, weil wir haben nicht mehr viel. Wir werden erstmal Baumaterialien stoppen. Damit wir genug Werkzeug haben, damit sich die alle denn schön gleich entwickeln können. Und dann sehen wir weiter. Ich hoffe nur, dass diesmal alles besser klappt. Und nicht stecken bleibt. Tut mir sehr leid, dass ich so ein bisschen nervt bin, aber ich war schon ein bisschen vorangeschritten. Also ich hatte hier auch schon hier eine Erzmine gehabt, hier eine Werkzeugschmiede, hier eine Erzschmelze. Und jetzt als praktisch, kannst du sagen, eine Stunde spielen im Arsch gewesen. Naja gut, fange ich halt immer neu an. Was soll's. Ist dann halt so. Hat er schon Stoff hier geliefert? 500 eingeliefert. Wir warten aber erst einmal noch ab. So, und da sind auch schon die 20 Minuten rum. Ich würde sagen, wir speichern ab. Gesichert. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns bei der nächsten Folge von Anno 1602 wieder. Zur Mission Wenig Land. Also, habt noch einen schönen Abend, schönen Tag und tschüss, reinhauen.